Herzlich willkommen zurück hier in Oxbow. Hier sind komische Leute unterwegs. Und ich. Und du bist doch der komischste. Hallo. Toni ist natürlich wieder mit dabei. Wir spielen jetzt im Sommer. Und wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, sind wir nur kurz zum Übernachten wieder nach Oxbow in unser Ärztehaus zurück. Und es ist an der Zeit, unsere Gegenstände einzusammeln, um dann letztendlich alles Nötige auf den Weg mitzunehmen, um unsere Siedlung endlich aus dem Boden zu stampfen. Wir haben ja genau in der Folge davor geschaut, wo ein guter Platz wäre, haben zumindest schon eine Region gefunden, die uns erstmal zugesagt hat. Da gab es genug Bäume. Und nun schauen wir mal, was wir alles mitnehmen müssen. Ist die Frage, hier wäre jetzt ein Eimer, wollen wir den mitnehmen oder lassen wir das lieber? Ein Holzhammer? Also ich habe einen Eimer da mit Wasser gerade ja noch dabei. Ja, ich habe auch noch zwei Wasser drin. So. Der hat aber nur noch 92%. Ich habe zwei Kupferhammer mit, also ich habe eben schon für dich einen Hammer mitgenommen, damit du damit direkt arbeiten hättest können. Ja. Also Hammer brauchst du wahrscheinlich keinen, weil Kupferhammer ist besser. Ja. Da kann ich dir auch einen auf den Boden legen. Ich leg dir einen ab, den kannst du den direkt schon mal nehmen. Ja. Ich hab eine Kupferaxt, eine Kupferhacke und ein Kupfermesser. Wollen wir und eine fix Federn abgeben gehen noch für ein bisschen was? Wenn wir genug Federn haben. Ja. Hast du 68 insgesamt? Was? Hast du nicht aufgenommen? Jetzt. Ja, ich habe ja noch den Holzspeer ausgerüstet. Ja, du könntest mir mal 20 oder so droppen. Ich habe keine das Federn. Das wäre cool. Hä? Dachte, du hast gesagt, du hast Federn. Vorhin. Nein, du hast 28 Federn von dem Typen, von dem Vieh. Na, ich habe jetzt insgesamt 56. Ich hatte davor schon welche. Ich hatte keine. Ich habe ja auch das, den Hahn erlegt. Genau, okay. Das stimmt. Ja. Ich könnte jetzt hier Gänse töten gehen, aber da wären sie alle böse. Das würde ich nicht machen. So, nee, also. Nee, ist okay. Was brauchen wir jetzt noch aus der Truhe? Ich habe mir noch eine Steinaxt gemacht gerade. Dann machen wir mal das Messerchen auf die 3. Den Holzspeer auf die 2. Gut, ein Steinschaufel. Genau. Stimmt, ich habe noch eine Schaufel. Die habe ich ja gefunden. Sehr gut. Und die Steinaxt. Dann eine Steinaxt habe ich auch für dich noch theoretisch da. Ja, jetzt habe ich eine gemacht. Hammer. Axt auf die 3. Hacke 5. Schaufel 4. Also wir gehen jetzt quasi... Ja. Wir gehen jetzt den gleichen Weg, wie wir hergekommen sind, oder wollen wir wieder... Also wo wollen wir lieber bauen? Wollen wir da bauen, wo wir entlang gelaufen sind, rückzu, wo wir gesagt haben, oh, hier ist eigentlich auch ganz schön? Oder wollen wir wirklich zum Teich oben hin? Ja, das ist schwer. Also schöner ist es am Teich. Wir müssen halt gucken, dass wir das Terraform irgendwie hinkriegen. Keine Ahnung, wie das geht. Ja, gar nicht wahrscheinlich. Also man baut dann so ein bisschen die Häuser einfach in den Berg und dann haben die so eine leichte Erhöhung dann eben immer. Ja, lass einfach mal den Weg, wie wir gerade hierher gekommen sind, nochmal zurücklaufen. Okay. Gut. Und dann bis zum Teich hoch und dann gucken wir mal, ob wir da eine schöne Stelle direkt finden. Also einfach den... Mach mal. Weg nochmal zurück. Jagdgebiete siehst du im Übrigen, wenn du Gesamtansicht einmal nach links gehst, wilde Tiere. Sehr schick. Gut. Nee, hier wollen wir nicht raus. Genau, in Richtung links. Norden. Oder wollen wir uns noch irgendwelche Sachen hier auf dem Markt fix kaufen? Wo wir sagen, irgendeine Klamotte oder Tongefäß oder so. Brauche nicht. Ja, bin jetzt nur schon ziemlich überladen. Das wird jetzt dauert ein bisschen länger. Bin auch ein bisschen überladen noch.
Weil ich das Eisenerz jetzt doch mitgenommen habe, dann können wir es halt doch gleich in so ein Ding reintun. Ja, wir müssen es bestimmt erst einschmelzen irgendwie. Aber man kann das ja erstmal dann in eine Truhe oder halt. Genau. Was du vorhin hattest, tun. Stick to the way. Keep on the way. Don't go left or right. You know? Hier, Fuchs. Eigentlich. Ist ein Fuchs direkt schlachten? Der Fuchs greift mich an. Komm ich hier rüber? Sehr langsam, aber ich komme. Und mit den Zähmen könnte das auch cool. Alter, du. Hund, du. Ich muss mich dann erstmal heilen. Du bist näher ran. Ich weiß. Ah. Ausdauer fehlt. Oh, wie sind die einfach stehen geblieben? Jetzt haben wir ihn. Einmal häuten. Sechs Fleisch, zwei Pilz. Mit Abfahrt. Sehr schön. Ich muss erstmal Äpfel essen. Die geben nämlich Gesundheit. Ich habe nämlich nur noch 30 von 100. Oh. Ja, der hat mich einfach. Also, ich bin an dem vorbeigelaufen und habe mir so gedacht: Oh, der rennt ja. Der kommt ja wieder hinterhergerannt. Der kam hinterhergerannt, um mich anzugreifen. Und hat mich irgendwie zwei oder dreimal gut gemacht. Also, bis ich es so wirklich überrissen habe. Toller genau, Stein. Hier könnte man bauen, aber das ist nicht ganz so cool, finde ich. Also, hier nicht. Hier ist es halt schön flach, aber ja, ich finde es halt blöd, wenn man noch da vorne das, die Mauer sieht. Ja, ja, nee, das, ich meine nicht das links, ich meine hier, wenn rechts. Nee, hab schon verstanden. Ja. Man sieht halt trotzdem die Mauer. Alter, der schnieft. Null Ausdauer. Du hast aber 35 Kilogramm auf dem Rücken tragen können. Die Schulkinder heutzutage müssen 60 Kilogramm tragen, wenn sie mal in die Schule gehen müssen. Kann man hier drin was trinken? Hier draus was trinken? Ja. Ich nehme jede Möglichkeit mit Wasser zu nehmen. Hier ist wieder ein Lager. Ja. Oh, die sind angriffsbereit. Dann fort. Ja, pass auf, also nur für dich auch. Links oder rechter Hand von dem Ding, von dem Weg? Linker Hand des Weges. Gut, dann bleib ich schon rechts. Oh, hier ist ein Bär. Oh Gott. Es wirkt für mich so, als wäre das Mittelalterleben sehr davon geprägt, dass man ständig Gefahren ausgesetzt ist. Die gucken schon so. Ja, vor allem natürlich auch die Bären und alles, ne? So Tiere... Man trinkt halt in deren Lebensraum ein, das finden sie halt nicht cool. Ah. Hier oben hat man tollen Ausblick. Konntest du denn... So. Ich bin einfach zwischendurch gelaufen. Ja, ich will jetzt mal gucken. Ja, was möchtest du gucken? Wie kann ich denn den Gegenstand, wie kann ich denn den Eimer wieder auffüllen? Wahrscheinlich ausrüsten und dann... Ich kann den nicht ausrüsten. Ich kann den nicht auf Schnelltasten ziehen. Komisch, ja. Vielleicht muss der erst leer werden oder ist er bei dir schon leer? Nee, 2 von 10 noch. Na, dann wird er erst leer sein müssen. Vielleicht. Weil dann kannst du nur mit einem Mal richtig voll knallen und dann... Also hier auf der Erhöhung hat man eigentlich... Auch einen tollen Blick. Ich bin jetzt schon wieder fast... Ah ja. Okay, du bist links von mir, alles klar. Ja, ja. Da stand ich vorhin, als du vom Wildschwein... nicht ganz da, aber quasi mit so einem ähnlichen Ausblick. Als du vom Wildschwein angegriffen wurdest.
Bäume fällen. Ja, bewusst. Hä? Ach, davon. Wildschwein, Wildschwein, Wildschwein. Hierhin ist das erste Häusle, wo ich stehe. Wo stehst du denn, oder? 100 Meter entfernt, ja, ich muss erstmal zu dir kommen, Moment. Einfach nur die Anhöhe hoch, da ist kein Baum. Ich will es mit eigenen Augen sehen. Du kannst, genau, setz schon mal einen Blueprint. Ja, mach das. Ich denke, hier oben ist es ganz schick. Wohin soll die Tür zeigen? Also da einen, wir haben ja einen Weg schon. Und du sagtest, wir können auch Wege bauen. Dann halt ja, irgendwie schon. Dass wir dann Abzweig bauen können davon. Schotterweg. Ich guck mal, was ich machen kann. Dann so ein Weg rein in die Siedlung und dann an dem Weg entlang die Häuschen. Ja. Hier? Ja. So dann wäre dann zumindest ein Weg. Machst du hier an die eine Seite mal das Häuschen. Wie du es gerade schon ungefähr hattest. Halt dort, wo es schön gerade ist, damit es halt nicht so komisch aussieht, wenn es dann eben dieser Boden sich so anhäuft. Ja, oder so. Oder halt hier so. Oder halt so, ja. Jetzt hast aber gut, das ist auf der anderen Seite nicht so schön. Ja. Ich wollte es tatsächlich eher so hierhin gesetzt haben. Kannst du machen. Halt, dass man der Eingang halt so ein bisschen weg vom Wald vielleicht, damit so, wenn auch die Tiere kommen. Ja, so nehmen wir das. Ja. Gut. Dann mache ich hier mal noch den Weg fix weiter. Gab ein Einsiedler-Achievement. Okay, und jetzt müssen wir unseren Hammer ausrüsten. Kupferhammer. Aha, Baumodus. Der Baumhammer kann auf 3 verschiedene Arten verwendet werden. Er erlaubt dir, Gebäude und andere Objekte zu bauen, zu reparieren oder sie zu zerstören. Den entsprechenden Modus kannst du im Einstellungsmenü des ausgerüsteten Hammers wählen. Okay. Brauchst du noch 2 Steine? Immerhin, habe ich. Holzstamm. Jetzt müssen wir also erstmal ein bisschen Holzklöpfeln gehen. Machen wir soweit. Das ist mit der Axt bestimmt wunderbar. Ja. Ich nehme das hier, die Birke. Meinen Baum zu fällen, brauchst du eine Axt. Ja, dieses Werkzeug kannst du kaufen oder selbst mit bloßen Händen herstellen. Du findest es im Handarbeitmenü. Bessere Äxte können in der Schmiede hergestellt werden, so wie meine Kupferaxt bestimmt. Weise deine Axt danach im Inventar eine Schnelltaste zu. Danach kannst du sie durch Drücken in dieser Taste zur Hand nehmen. Habe ich natürlich schon gemacht. Sobald er am Boden liegt, kannst du die Äste abschlagen und den Stamm in handliche Stücke zerteilen. Das ist genau dein Spiel. Wenn du im Farming-Simulator schon immer wieder alles... Wobei, soll man die Fichte vielleicht stehen lassen, damit es hier noch ein bisschen schön ist? Naja, nee, ne? Machst du nicht. Oh, doch, eigentlich sollten wir ein paar Bäume in der Siedlung stehen lassen, finde ich. Ich gehe ein bisschen außerhalb. Die Fichte können wir wegmachen. Toni war nämlich immer der im Farming-Simulator alle Bäume direkt wegmachen wollte. So, hart. Ja. Es stört doch nur. Und da haben wir Holzstämme. Danke. Hier, so. Nehmen wir die große Fichte. Zack. Und Stöcke. Wahrscheinlich auch irgendwie jetzt hier so ein bisschen. So. Dann... Da kommt die Birke noch. Birkenstumpf erforderlich. Schaut. Cool, okay. Brunnen freigeschalten. Brunnen. Sehr gut. Achso, ich habe direkt 12 Stock und eine Feder bekommen. Als ich den Baum gefällt habe. Oh Gott, jetzt kann ich natürlich gar nicht mehr laufen. Mist. Ich drop mal ein bisschen was. Inventar. Holzstamm. Brauchen nur noch 3 Holzstämme. Vielleicht reicht es, wenn ich einen ablege. Ja, dann kann ich wieder laufen. Ich bringe 3 Holzstämme hoch. Brauche mal extra, echt mal irgendwie eine Truhe bald. Ja, ich glaube, es kommt eine Truhe mit im Haus drin.
Ja, aber dann... Na gut, okay, dann... Ich mach trotzdem mal ja, das Holz. Mach hin. Können wir auch wieder abbauen. Achso, dann hier. Kupferhammer und los geht's. Jawohl. So, und jetzt kannst du nämlich mit E... Noch ein Holzstamm. Du kannst mit E, kannst du jetzt bearbeiten, wo du eine Tür oder wo du zum Beispiel jetzt ein Fenster haben möchtest auf der jeweiligen Wand. Also standardmäßig ist es so, wenn du halt E bearbeiten drückst, kannst du Wände mit Fenstern, pure Wände, Wände mit Türen und dann kannst du da verschiedenste Formen und zum Beispiel auch Steinwände bauen oder ne, Flechtenwand, Holzwand, alles verschiedene. Normal ist es, glaube ich, Flechtenhaus, aber einfach weil es... Aber wir haben gut, wir haben viele Bäume, da könnten wir auch ein Holzhaus bauen damit. Ich bin schon gerade am Ändern. Geht klar. Ich versuche mal Zeug abzulegen hier. Jetzt habe ich übrigens auch Federn. Also brauchen wir jetzt... Na, schau mal den, die Stöcke. So, ich übertrage einfach mal hier... So, Zeug, wir brauchen zwei Holzstämme. Drei Holzstämme insgesamt. Ja. Vier. Fünf. Fünf Holzstämme. Das kriegt man hin. Kann ich noch was loswerden? Was ist denn hier? Ach so, ich mach dann. Ach, ich habe so viele Stöcke, deswegen ist das so schwer. Flechtwand, Holzwand, Flechtwand. Wenn das gut aussieht, musst du gucken. Nee, ich mache alles mit Holzstämmen jetzt. Ja. Flechtwand mit Fenster. Holzwand mit Fenster. Fenster, Fenster. Und das hier, normale Holzwand. Flechtwand mit Fenster. Holzwand mit Fenster. Holzwand. Flechtwand. Holzwand. Auf der Seite brauchen wir keinen, obwohl... Flechtwand mit Tür. Nee, Holzwand mit Tür. Dann brauchen wir jetzt nur noch Holzstämme. 4 pro, also 4, 8, 16, 32 Holzstämme insgesamt. Ach, und fürs Dach auch. Außer du machst halt ein Strohdach drauf oder sowas. Gibt's nicht zur Auswahl. Ach doch. Ein Riehdach mit Stroh. Ja. Und sonst noch Bretter. Das können wir aber noch nicht machen. Hier unten sind die Stämme. Wie sieht denn sonst ein Flechtding aus? Ach, das sieht gut aus. Echt? Mhm. Also wollen wir es erstmal aus Flechtding machen? Können wir machen. Aber ja, können wir machen. Es geht halt schneller. Geht schneller, das stimmt. Dann können wir schneller mehr Häuser bauen. Die Flechtendinger müssen wir am See sammeln. Nee, Flechten brauchen wir dazu nicht. Wir brauchen nur Stöcke. Ach so. Weil irgendwas gab's da noch am See. Ach so, das. Am See gibt's, glaube ich, dann fürs Dach. Kann ich schon irgendwo klöppeln oder soll ich erstmal. Kannst du machen. Ist jetzt alles mit Flechtwand gemacht. Alles mit Flechtwand. Bist du so zufrieden? Ja. Bist du so zufrieden mit Anbringung von den Fenstern? Ein Fenster hier, ein Fenster... Ja, das ist gut. Da kann man auf jeder Seite schon raus. Ja. Oh, guck mal, das sieht gut aus. Holzwand mit Tür hast du hier vorne noch. Ah ja. So, Stöcke habe ich hier draußen. Muss mich noch dran gewöhnen, dass ich alles ja eigentlich immer mit rüberziehen kann. So, achso, und dann nachher kann man nochmal mit E dekorieren. Cool. Holzstamm brauche ich mal noch. Materiallager freigeschaltet. Sehr gut. Ich hole Holzstämme. Ich lege dir Stöcke, also fürs Dach. Ach, da brauchen wir auch Holzstämme. Regale kannst du machen. Haken, Beleuchtung, Trophäen, Reliefs.
Was braucht man für Regale? Achso, das haben wir noch nicht freigeschalten. Haken auch nicht, Beleuchtung auch nicht. Hoffentlich wachsen die Bäume nach. Wenn man die Stämme stehen lässt, dann wachsen sie hoffentlich nach. Weil die Stümpfe. Schauen wir mal. Weil sonst müssen wir irgendwann halt ewig laufen. Sind es aber 3 Stämme, die man rausbekommt? Nee, kommt auf die Größe drauf an. Okay. Birke bringt meistens nur 2. Ach so. Neues Level Gewinnung. Stimmt, Birke bringt nur 2. Fichte hat 3 gebracht. Stock nehmen wir mit. Jetzt bin ich schon wieder gut überladen. Das heißt, Zeit zum Bauen. Nee, bei mir hat die Fichte auch gerade nur 2 gebracht. Das hängt am Ende von der Größe ab. Dann, okay, dann das. Ein Rieddach. Achso, Stroh. Ja, genau, das ist das, was ich meine. Okay. Stroh ist dann das, was wir brauchen. Ja, sonst wären es nur Bretter oder Bretter. Das passt schon, denke ich. Das ist in Ordnung mit dem Stroh. So, erstmal die Holzstämme mache ich schon mal oben dran. So. Das Grüne ist schon das Holz. Genau, Stroh. Lege ich mal einmal die. Ach nee, ich hab's ja. Nee, hab ich's noch? Nee, ich hab's nicht noch gewicht. Holzstämme. Holzstämme liegen mit. Nee, drinnen noch. Drinnen kannst du noch 2 anbauen. Okay. Ich geh mal runter. Ach, zum. Passt nichts mehr hier See. Rein. Ah. Ja. Kannst du reinmachen. Mach ich rein. Ja, in die Litte. Also oben. Ja. Da fehlen noch 2. Willst du noch einen Dachboden? Stroh? Ich guck mal, wo ich Stroh finde. Du sagtest ja am See. Ja. Ich glaube ja. Es wird nämlich langsam dünkelig, also habe ich das Gefühl. Überall was von Stroh. Nur noch Stroh. Unser Weidenkorb ist leider so gut wie voll. Da packen wir die Federn mal noch rein. Hat nicht viel getan. Ich gucke mal, ob ich mit Stroh holen kann. Und dann kann ich gleich mal Wasser trinken. Und dann muss ich noch gucken, wie ich mich waschen kann, weil aktuell sagt es mir immer noch, ich stinke. Pass auf die Wildschweine auf. Ja, hier ist eins direkt vor mir. Es hat mich. Dann geh weg. Mein Speer ist kaputt gegangen. Zum Glück ist es gerade eingeklemmt. Jetzt haben wir es. Ich häute es. Mach das. Aber ist schon mal ein bisschen Fleisch für das Abendbrot gesichert. Da muss man noch ein Lagerfeuer machen, ne? Ja. Ah, mit der Spitzhacke können wir dann den Felsen sogar zerstören, der hier dran war. Kräuter heute freigeschaltet. Sehr cool. So, Stückchen. Genau, das Zeug dachte ich Schilf oder was ist? Ried. Stroh. Ried. Das wiegt zum Glück nicht ganz so viel. Nee, ja, Stroh ja allgemein, nee. Genau. Fischen kann man dann auch, ne? Hab ich gesehen. Lecker. Schöne Forelle, schöne Karpfen. Und dann schön überm Lagerfeuer. Mensch, das ist aber ein sehr gemütliches Leben. Achso, jetzt habe ich hier schon Wasser getrunken. Ja, cooler Hinweis. Dabei wollte ich eigentlich mein Eimerchen leer machen. Ja, hat funktioniert. Ausrüsten. Aha, den muss man vorher ausrüsten, wenn er leer ist. Und dann kann man damit schöpfen. Oder wie? Jetzt habe ich eine Folge gemacht und jetzt ist er im Inventar 10 von 10. Wunderbar. Okay.
Neues Level überleben. Wir müssen noch dann gucken, wie wir unsere Fertigkeitspunkte vergeben wollen. Ja. So, das nehmen wir noch mit. Und dann geht's hoch. Abfahrt. Das ist wieder da dunkel. Ist irgendwas Grünes an unserem Haus. Ja, doch geht's ja eigentlich. Wenn ich nicht schon wieder überladen wäre. Hat was Mystisches mit dem Licht. So leicht ja. Bläulich ist und mit den ganzen Bäumchen hier. Davon entsteht unsere Siedlung. Davon ein Horn. Ganz toll, wundervoll. Ah, da klöppelt ja jemand hinten fleißig. Mit seinem dicken Hammer. Tada! Fertig? Jetzt brauchen wir aber eine Fackel. Drin? Ja, guck mal, da ist nämlich die Truhe. Leer. Guck mal, was ich uns... Mach die Fackel aus. Warte. Mach die Fackel aus. F. Oh, ein steinumrandetes Lagerfeuer. Da können wir doch schon mal unser ganzes Fleisch dran kochen. Ah, ich hab gar kein Fleisch. Ich hab ganz viel. Ich tue es dann in die Truhe, okay? Ah, Suppen müssen wir also kriegen wir nur durch Produktionstechnologie. Genau, hatte ich vorhin auch geschaut. Brühe, Fleisch, Holzschale. Brei und Suppen und sowas gibt's alles, die müssen wir mal noch freischalten. Da brauchen wir vielleicht dann so... Ein Feld müssen wir dann auch mal noch anlegen. Ja, ne? Natürlich. Ackerbau. Die Landwirtschaft wird großgeschrieben im Mittelalter. So. Und ansonsten, wenn ich jetzt hier meine Fleisch gebraten habe, ist ja eigentlich der Tag schon wieder rum. Können wir vielleicht draußen noch irgendwie Fackeln anbringen? Oder auch hier drin? Die müssen wir erst leveln, glaube ich. Okay. Ich bin auch dumm. Ich habe jetzt 66 Federn im Übrigen. Okay, draußen habe ich da noch ein paar hingelegt. Man kriegt da zum... Beim Bäumefällen fliegen ab und zu ein paar Federn mit runter. Ja. Vielleicht auch noch was einstecken. Wollen wir unsere Münzen separat sammeln? Also jeder für sich? Ist mir gleich. Das ist... Werden wir wahrscheinlich, also können wir erstmal so machen, dass man es am Mann hat, vielleicht, wenn es nicht zu schwer ist, und wir werden sowieso dann zusammentragen. Jetzt habe ich die zweite Weinflasche vergessen zu kaufen. Mist. Jetzt hab nur ich eine. Können wir die rumgeben, die Weinflasche, dass jeder mal einen Schluck nimmt? Weiß ich nicht. Probieren wir es aus. Ansonsten esse ich mein Fleisch und du trinkst deinen Wein, das ist doch ein tolles Abendbrot. Ja. So. Ich bin schon bettfertig. Fleisch habe ich gemacht. Guck mal. Ist mir bloß zu dunkel. Ja. Ah, oh, schön. Warte, ja, genau. Ich bin bettfertig. Kann mich hinlegen. Dekorieren. Wand, okay. Wand? Ach doch, Beleuchtung. Und dann nicht genug Technologiepunkte. Du brauchst Eisen für Kerzenhalter und sowas. Eieiei, Trophäen, Reliefs, Regale, Haken. Es gibt halt einfach so viel. Okay, ja, dann, hol mal deine Flasche Wein. Hervor. Ich mach Licht. Ja, ich kann sie nur konsumieren, so, ne? Direkt, oder? Konsumier sie so. Nee, warte mal, wie? Ein Gebrauchsgegenstand wird an der Töpferscheibe in der Werkstatt hergestellt. Kann zum Herstellen von Saft mit Saftpresse. Die ist ungefüllt. Ach, ist nur die eine Flasche? Die ist ungefüllt. Frech. Ich hab mich so gefreut. Oh, hier draußen ist ein Schild. Anschlagstafel halt verwalten. Nur, es steht halt nicht 10 von 10 oder so dahinter, deshalb dachte ich... Okay. Naja, in diesem Sinne... Oh, ich hab hier ein Doppelbett. Mein Bett. In diesem Sinne lege ich mich hier schon mal hin. Und dann guten Nacht. Und wünsche eine wunderschöne gute Nacht, einen wunderschönen restlichen Tag und wir sehen uns bald bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt
auf zu Medieval Dynasty. Gute Nacht. Tschüss.